Was geht ab, ihr Ringel, und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Video für mich. Ja, bevor das Video anfängt, muss ich noch ein bisschen auf die Vorgeschichte eingehen. Und zwar war ich mit 8 Jahren für ein Jahr mit meiner Familie in Mexiko, was definitiv eine meiner schönsten Zeiten in meinem Leben war. Naja, es ist sehr viel Zeit seitdem vergangen. Über 12 Jahre habe ich auf diesen Moment gewartet. Und es war eben tief in meinem Kopf drin, dass ich auf jeden Fall wieder mal nach Mexiko möchte. Naja, nachdem ich jetzt mein Abitur beendet habe, habe ich meine Koffer gepackt und mich alleine auf den Weg nach Mexiko gemacht. Es war auch meine erste Reise alleine und kann es einfach nur jedem weiterempfehlen. Ja. Ich kann nicht in Worte fassen, wie froh ich bin, jetzt dieses Videoprojekt so beendet zu haben, dass ich zufrieden bin. Aber ne, ich möchte jetzt gar nicht mehr viel labern. Ich denke mal, Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Ich hoffe mal, man sieht die ganze Arbeit, die dahinter steckt. Lasst auf jeden Fall mal ein Like und ein Abo da. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß mit meinem Mexiko-Trip 2019. Señoras y señores, bienvenidos a Concurso Internacional. Das war mal so ein ganz grober Einblick in meine erste Woche von meinem Mexiko-Trip. Ja, ich habe bis dahin schon so viele neue, nette Leute kennenlernen dürfen und habe auch mit vielen noch Kontakt. Ja, hier seht ihr gerade nochmal einen Sonnenuntergang, den ich ganz spontan noch unbedingt aufschnappen wollte mit der Drohne. Bevor es dann für mich weiterging nach Tulum, wollte ich noch unbedingt in den naheliegenden Xcaret-Park. Bis dahin habe ich schon so viele neue Erfahrungen gesammelt und langsam hatte ich dann wieder das Gefühl, so ein bisschen im Spanisch sprechen drin zu sein, was mir richtig viel Spaß gemacht hat. Schwede, schaut das hier geil aus. Jetzt ohne Spaß, wir sind mitten in Bacalar. Ich muss da jetzt reinspringen. Wenn ich eins auf meiner Reise gelernt habe, dann ist es, dass sich Offenheit und Spontanität sich immer ausgezahlt hat. Auch Bacalar war so nicht geplant. Also nochmal Dankeschön für die perfekte Empfehlung. Diejenigen wissen Bescheid. Ja, weiter ging es dann für mich nach Palenque. Auch wenn ich früh morgens in Palenque angekommen bin und am Abend schon wieder weiterreisen musste, habe ich die Zeit genutzt, um die Kultur Mexikos ein bisschen näher kennenzulernen. Am Abend ging es dann weiter nach San Cristóbal de las Casas, wo ich vor 12 Jahren ein Jahr verbracht habe. Dementsprechend wuchs auch meine Aufregung und Vorfreude, je näher ich kam. En un trigal. Tres tristes tigres tragaban Trigo en un trigal. En un trigal. 10 zahme Ziegenzungen, 10 Zentner Zucker zum Zoo. Muy difícil. Zinzan Zinzum.